Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Lego Jurassic World, wo wir uns um den verletzten, kranken Triceratops kümmern und den Kackhaufen untersuchen, wo sie elegant reinhüpft. Wieso hüpft die da rein? Ah, jetzt brauchen wir den Typ. Ist das westindischer Flieder? Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. So, grab mal. Genau. Und was jetzt? Ach, jetzt braucht man sie wieder. Okay. Hier ist richtig Teamwork gefragt. Gießkanne. Was wächst da jetzt? Eine Palme? Oh. Oh. Sehr realistisch. Finde ich klasse. Und jetzt muss ich rüberspringen, ne? Gut, das machen wir jetzt besser, ne? Und einfach so rüberspringen, ne? Genau. Da ist noch ein Kackhaufen. Und noch mal rein, weil es so viel Spaß macht. Das ist wie so ein Wellenbad. Keine Spur von Fliederbären. Keine Spur von Fliederbären. Aber ich habe ein Lolli. Nee, ist ein Eis. Ach, die muss ich denen da dann geben. Na schön, sie leidet an Meliatoxizität. Na, wie war das, Sarah? Oh, sollten Sie jemals meine Tochter treffen, sagen Sie ihr nicht, dass ich einen 6 Tonnen schweren Dino nach ihr benannt habe. Wow. Er heißt wie du. Ich verstehe nicht, für was diese Risse da sind. Kann ich darüber hüpfen? Nee. Dann lass mal gucken. Nee, hoch müssen wir nicht mehr. Hier was zum kaputt machen? Ja. Ich glaube, das ist sogar das Lied, oder? Das heißt sogar, glaube ich, irgendwas vom kranken Triceratops. Ich bin mir da jetzt aber nicht 100% sicher. Aber ich glaube schon. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Da ein Hase. Zwei Hasen. Wenigstens die sind nicht in Lego-Optik. Da sieht man wenigstens mal was anderes. Also nicht, dass ich das jetzt uncool finde, aber es ist ungewohnt, mal was anderes dann zu sehen. Ich finde das Spiel bisher sehr gut. Muss ich ehrlich zugeben, macht viel Spaß. Eigenartig. Eine Moorrübe. Kann ich mit der Moorrübe hier klatschen? Rübeklatsch. Da brauche ich den Typ gleich, oder? Nee, das ist ihr Job wieder. Aber jetzt geben wir erstmal die Moorrübe ab. Die Pupillen sind geweitet. Ich glaube, das ist... Da gießt sie, dann kommt wieder so eine tolle Blume. Und er hat... Warte mal, er hat ein Gewehr. Da muss er also hoch... Soweit ich das richtig sehe. Warte mal. Ich muss da mal hoch. Keiner da rein? Nee. Keiner traut sich in Höhlen rein. Das verstehe ich nicht. Ich finde Höhlen schön. Haben sowas Verborgenes. Oh, kann ich sie abschießen? Nein. Weil da muss sie hoch wieder wahrscheinlich, weil da oben ist wieder so ein Kackhaufen. Ja, anders kann ich es halt nicht formulieren. Das ist halt ein Dino-Kackhaufen. Gibt es denn eigentlich bei Lego auch den Kackhaufen? Nur so gefragt. Ah, so schwingt man also. Let's swing together.
Uah, also muss er doch hoch, weil ich glaube, das ist sein Job. Nein, so nicht. Hoch. Hoch auf den gelben Wagen. La 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 la. Ich hoffe, ich folge der Spur noch. Ja. Ganz klar. Oh, da geht's ja noch höher dann. Oh Gott. Mach dich mal nützlich wieder, Mädel. Nicht irgendwas untersuchen. Jetzt kommt bestimmt voll das Megateil. Nö, doch nicht. Was ist das denn? Ach, das ist diese Pflanze. Was jetzt? Kann ich die hauen? Ah. Jetzt haben wir deutlich Punkte gesammelt. Schnell wieder runter. Und den Triceratops verwöhnen. Mikrophysik ist interessant. Again. Ich weiß, okay, wie man die Dinger öffnet. Dr. Sadler. Sie ist wieder putzmunter. Ja. Wir sollten uns aber beeilen, damit wir das Besucherzentrum erreichen, bevor uns der Sturm erwischt. Sag bloß, ich kann denn jetzt. Wie geil, ich spiele den Triceratops. kann der auch angreifen? Hier ein paar Infos für dich. Den Typ wollte ich nicht. Ich glaube, mit 1 kann ich hier. Du, kein Problem. Du blöds Vieh, ich hau ab. Ich weiß, wie es geht. Ich stell mich vor so ein Ding hin und mach. Ich kann es auch mal hier zeigen. Peng. Ja? Ach, ich muss auf die leuchtende Seite wahrscheinlich, hä? Ja? Always look on the bright side of life. Boah, der steuert sich aber ziemlich schwer. Selten so einen schwierig zu steuernden Triceratops gehabt. Alter, da musst du mit Anlauf machen. Der macht nicht, wie ich will. Das wollte ich zeigen. Jetzt muss es nur mit dieser Kiste noch klappen hier. Der hat einen Radiuswinkel wie ein LKW. Das kriegt er nicht verreckt, ne? Dieser Triceratops der Weichei-Generation. Ah. Vielleicht gedrückt halten, hä? Ist wahrscheinlich bei der Kiste hier nicht anders. Ja. Was? Nein. Himmels Willen. Vielleicht so mit Anlauf. Warte mal. Geil. Einfach voll daneben. Saugeil. Das ist so geil. Nicht den Hasen zertreten, bitte. Ah, hier ist auch so eine Box. Wie geil. Das ist Freude pur. Ich weiß nicht, wo die Box ist. Ich steuere einfach mal drauf zu. Ah, okay. Hat geklappt. Sehr schön. Wo geht's denn hier noch so hin? Gibt's hier noch eine dritte Box? Oder ist sie hinten dran oder so? Weil die Ranken hoch kann der nicht. Das ist ganz klar. Genau, renn los. Das Auto! Das war's mit dem Auto. Auf dem Gelände nordöstlich von hier müsste sich noch ein Auto befinden. Muss ich den jetzt mitnehmen? Ja, logischerweise schon, weil ich muss ja. Bis zum Besucherzentrum ist es nicht mehr weit. Alter, der räumt hier alles ab. Das ist der Chef. Wir sollten ihm einen anderen Weg bereiten.
Kommt er darüber? Nee. Warte mal. Da müssen wir den steuern wieder. Jetzt fängt's regnen an. Und es wird dunkel. Und einsam. Ich fühle mich so einsam. Ah, Moment, Moment, Moment. Kann der zusammenbauen oder sie? Er kann das. Das ist der Babu. Geht er nicht rüber? Junge, pass auf. Ah, okay. Und jetzt wechseln wir zu ihr. Weil sie wieder jetzt gießen muss. Was macht der? Stellt sich mir in den Weg, der Idiot. Ich weiß, was wir machen müssen. Wir bauen jetzt so eine zweite Brücke. Dass er auch noch rüber kann. Genau. Ach, wie schön. Alter, der räumt halt echt alles weg, was hier... Ich bin ein wahrer Überlebender. Wieder mal. So, 3 von 3. Ich fühle mich jetzt auch wie so ein wahrer Überlebender. Auf jeden Fall. Allein schon für die kurze Einspielmusik lohnt sich das, diese Münzen zu sammeln. Dann weiß man, man hat was geschafft. Der Triceratops... Der hat fast so viele Münzen wie wir gesammelt und der rammt halt alles weg. Der Typ ist einfach, der ist krass. Das Viech ist einfach Hammer. Ich finde es so geil, dass wir so ein Viech spielen können. Ich sag immer Viech. Es ist, ja, es ist ein Tier. Eigentlich ist es ja ein Tier, ne? Eigentlich. Da was zum Buddeln? Können wir da schon buddeln oder muss das jemand anders machen? Da fehlt mir die Schaufel. Hat er die Schaufel? Ich weiß es nicht. Lass uns mal checken. Hat er die Schaufel? Auch er hat nicht die Schaufel. Aber vielleicht hat er die Ahnung von dem Strom hier. Ja, hat er. B-S-A. So gut wie neu. Na, will nicht rein? Doch. Ich möchte sich eigentlich Personal befinden, um die Leiter von diesem Krieg herunterzulassen. Aber ich kann es Ihnen nicht verhindern, bei dem Wetter einen Unterschlupf zu suchen. Also, geh mal rein. Kommt sie mit? Ja. Okay, lass uns schießen. Nicht auf ihn bitte, sondern da oben. Perfekt. Ich schätze, das Auto haben sie auch mitgenommen. Dann suchen wir wohl besser eine Abkürzung, Dr. Sandler. Was ist denn mit der Kurbel der Torwelle passiert? Hier hat sich ja irgendein Dino gefressen. Anscheinend kommen wir da nicht durch, so wie es ausschaut. Müssen wir ganz kurz gucken hier. Alles kaputt machen, was hier rumsteht. Immer, immer eine gute Idee. Ach, sie muss mit. Okay. Alles klar. Und er muss dann hier aufmachen. Ich sehe schon. Wenn wir an diesem Zaun vorbeikommen, sind wir nur im Besucherzentrum. Gut. Wir brauchen Sorkin, sage ich schon, weil das die andere war aus dem anderen Spiel. Die heißt aber Settler. Adam Settler. Natürlich nicht, sonst würde ich es ja nicht spielen, wenn hier Adam Settler mitmachen wird.
Ist nicht so mein Schauspieler. Und die Kiste schiebe ich runter. Was haben wir da gebaut? Ah. Noch einen Kackhaufen zum Untersuchen. Und da finden wir bestimmt die Schaufel. Ne, was haben wir gefunden? Was ist das? Ah, zum Tür reparieren. Hä? Ich verstehe. Ach, drück, 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 drück. Ich finde es einfach gerade einfach genial. Hier lang. Durch dieses Loch gelangen wir zum Besucherzentrum. Ja, und der? Ich kann ihn doch nicht hier zurücklassen. Das geht doch nicht. Na, sie winken ihm zum Abschied. Auch wie schön. Oft habe ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungsparks und Zoos. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Dennis, unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an? Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der 8 Connection Machines vernetzen und 2 Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, und zwar alle. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr, am E-Stock. Level abgeschlossen und das freie Spiel freigeschalten. Und wir haben insgesamt... Haben wir schon die 200.000? Ja, wir haben die 200.000 geknackt. Schön. Und jetzt werden wir wieder gleich als Überlebender gefeiert. Yes! Hat sich gelohnt. Und wir haben... wieder 3 Teile. Fragt mich nicht, wo wir die anderen herkriegen würden. Gary Harding. Dennis Nedry. Ach, den kennen wir ja. Der... Auf den freuen wir uns jetzt schon. So, und wir haben das Insekt, wir haben das Triceratops freigeschalten. Als ersten Dinosaurier. Wie schön, das freut mich. Und wir haben wieder 2 dazu bekommen. Und nächste Folge geht's weiter. Bis dann, euer Milchfrücht. Ciao.